kleines Update am Samstag, Ostersamstag und somit auch das letzte Video für den Monat März. Starten im Monat April wird es wieder eine kleine Tour geben, wie gewohnt, allerdings erst am Dienstag, also am 2.4. dann. Der 1.4. ist so Ostermontag, da werde ich es definitiv nicht schaffen, deswegen die kleine Tour zum Monatsanfang erst mit einem Tag Verspätung. Ja, das letzte Video war ja vom Zunzun CPG 800, die kleine verkorkste Rettungsaktion. Also ich glaube, bei dem Teil ist Hopfen und Malz verloren. Ich bin gespannt, was der Garantieaustausch bringt. Die Anfrage ist in jedem Fall raus. Das Ganze soll erstmal formell schriftlich gemacht werden und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es damit weitergehen wird. Wir schauen jetzt mal eben ganz kurz auf das Projekt Bachlauf Aquarium. Da kommt der Filter ja her. Aktuell wird das betrieben noch mit dem alten Innenfilter. Den habe ich ja ständig weiterlaufen lassen, also schon vorsichtshalber nicht entfernt, damit da einfach auch nichts schief gehen kann und dieser Filterwechsel dann mehr oder weniger reibungslos funktioniert. Aber ich würde sagen, wir schauen mal eben ganz kurz drüber. Das Bachlauf Aquarium. Ja, es macht immer mehr Spaß hier reinzuschauen, weil jetzt immer mehr Bewegung auch im Becken ist. Die kleinen Regenbogenfische, die 4-9 Melanota Inia lacustris, sind mittlerweile doch recht gut integriert. Bei den beiden etwas größeren, na, Altieren kann ich nicht sagen, weil ausgewachsen sind auch die beiden noch nicht. Oh, da kommen sie gerade ins Bild geschwommen. Ja, ausgewachsen sind sie noch nicht, genau. Aber die kleinen jetzt in jedem Falle definitiv besser integriert. Keiner steht mir irgendwie alleine irgendwo in der Ecke. Also mittlerweile ist hier richtig schönes Leben drin und ein Gewusel. Und genau so stelle ich mir das Ganze vor. Ich werde in jedem Fall noch mal weitere Tiere nachbestellen. Das Ganze hat ja bei Tropic Water super gut funktioniert. Tolle Qualität der Tiere, überhaupt keine Probleme, keine Ausfälle. Und genau deswegen zeige ich auch heute noch mal ein paar Aufnahmen hier von den Tieren. Gleiches im Übrigen auch von den kleinen Netzpinselalgenfresser. Ja, da kommt gerade so ein kleiner Mini durch das Bild geschwommen. Auch die sind super gut integriert, auch hier keine Ausfälle. So macht es einfach Spaß, so soll es sein. Ja, den Zunzun Hang-On-Filter haben wir erstmal rausgeholt, die Rattermaschine. Aktuell wird das Becken jetzt, ich sag mal, extern gefiltert von dem Aquael Power 500 Turbo-Innenfilter. Der hat ja eine ordentliche Filterkammer, ja, die ist bestückt mit biologischem Filtermaterial. Unten dran ist so ein kleiner Vorfilterschwamm und mit dem Filter ist ja auch das komplette Becken eingelaufen. Das Ganze hat super gut funktioniert. Der Filter lief auch die ganze Zeit über im Standby quasi mit. Ja, also ich wollte ihn nicht vorher entkoppeln, bevor ich mir mit dem neuen Filter absolut hundertprozentig sicher gewesen bin. Von daher, ja, jetzt erstmal dann doch wieder zurück auf ohne UVC-Lösung. Es wird dann noch mal ein kleines Unboxing geben zu dem Zunzun Cup Innenfilter mit UVC zuschaltbar. Denn ich möchte mir hier einfach die Sicherheit gönnen, UVC bei Bedarf einsetzen zu können. Na, gerade die Regenbogenfische, die neigen dazu, sehr oft doch mal Problemchen zu haben mit bakteriellen Geschichten, Tumorbildung etc. pp. Das ist alles ein Thema bei den Regenbogenfischen. Deswegen macht es da eben schon Sinn, wenn man die Sicherheit hat und kann UVC zuschalten, um dann einfach eine möglichst schnelle und effektive Entkeimung auch vorzunehmen. Ansonsten, ich glaube, das habe ich 100-mal betont, bin ich kein Freund von UVC im Dauereinsatz. Ne? Aber es gibt eben auch Fälle, da macht es eben schon Sinn, dass man das Ganze dann zuschalten kann. Und wenn man sich Tiere, ja, oder Tiere pflegen möchte, die nun mal ein bisschen heikler sind oder eben sehr, sehr zugänglich sind, ne, für so bakteriellen Geschichten, wie es eben bei Regenbogenfischen der Fall ist, da macht schon Sinn, dass man ein Gerät da hat, was man dann auch bei Bedarf zuschalten kann. Ja, die Woche hier lief nicht ganz so rund, zumindest nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Erst war ich ein bisschen kränklich, dann einer unserer Jungs, schlussendlich dann am Donnerstag auch meine Frau und damit war dann die Woche sowieso komplett gelaufen. Deswegen ging es ein bisschen ruhiger zu. Deswegen ist auch das Unboxing für den Cup-Innenfilter noch nicht so weit, beziehungsweise er steht noch original verpackt. Es gibt jetzt aber auch keine, ja, wirklich zwingende Notwendigkeit, dass ich da hätte jetzt schnell reagieren müssen. Ja, denn der Aquael Power 500 macht seinen Job, der ist gut eingelaufen, der läuft im Übrigen seit, ja, seitdem das Becken läuft, also jetzt über anderthalb Jahre am Stück, ohne dass ich das biologische Filtermaterial in dieser Kammer jemals sauber gemacht habe.
Das Einzige, was ich alle paar Wochen mal mache, ist unten die Filterpatrone abnehmen. Das ist ein selbst zugeschnittenes, etwas größeres Stück. Und das spüle ich alle 6 Wochen mal ein bisschen durch. Na, und dann läuft es weiter. Also sobald der Durchfluss ein bisschen weniger wird, na, quasi sich die Filtermatte so ein bisschen ordentlich zugesetzt hat, dann drücke ich das Ganze einmal durch und dann geht es weiter im Text. Na, ich bin kein Freund davon, einen Filter irgendwie rein prophylaktisch aus irgendeiner, ja, Routine heraus sauber zu machen. Das ist unnötig. Das ist manchmal auch kontraproduktiv, denn natürlich dauert es auch ein bisschen, bis sich biologische Bakterien gebildet haben. Ne? Mir ist bewusst, da drin sieht es nicht schön aus, da drin wird ordentlich Schmotter und Schleim hängen, hast du nicht gesehen, aber das ist eben alles Biomasse und das gehört in so einen Filter rein. Ne? Davon lebt ein Filter. Das sollte man immer berücksichtigen, bevor man seinen Filter sauber macht. Ja, ansonsten, das läuft hier soweit alles ganz rund. Ich denke mal, das kann man hier auch erkennen. Kammhaut ist kein Thema, Wasser ist völlig klar. Na, das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Ja, Problemchen mit Algen gibt es hier auch nicht, bis auf so ein paar kleine Punktalgen an der Scheibe, aber ich glaube, das kennen wir alle. Ansonsten absolut pflegeleicht, absolut rund, wie es läuft. Ich hätte ganz gerne heute noch ein paar Pflänzchen geholt für unter anderem den Lavabrocken hier, der ja noch ein bisschen ausgepflanzt werden soll. Und auch das Holzstück da oben. Ich dachte mir, na, Trident Javafan oder Trident Javafan könnte sehr, sehr gut aussehen und Cyperus helveri auf dem Lavafelsen. Ja, ich war beim Köln Zoo hier bei uns in Frankfurt. Eine absolute Katastrophe. Das Pflanzenbecken komplett durchgezogen mit Fadenalgen. Also schlimmer geht immer. Ich habe selten so eine ungepflegte Pflanzenanlage gesehen, muss ich ganz offen sagen an der Stelle. Ich habe jetzt keine Aufnahmen gemacht. Das sieht man ja nicht so gerne, wenn man da keine Genehmigung für hat und nicht vorher gefragt hat, wie auch immer. Und ja, ich habe es mir dann an der Stelle auch irgendwo verkniffen. Dazu fragen, hier kann ich mal eure Sauerei irgendwie filmen. Ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Aber ein Trauerspiel. Ich sage es mit Absicht, weil ich jetzt einfach gezwungen bin, mal wieder Pflanzen bestellen zu müssen. Auch bei uns hier im Hornbach. Trident Javafan zwar da, zwei, drei Töpfchen, glaube ich, aber allesamt schwarz. Ja, also komplett durchgezogen mit schwarzen Blättern, überhaupt nicht ansehnlich. Beim Köln Zoo eben Fadenalgen ohne Ende. Und um den Ganzen nochmal einen kleinen I-Punkt draufzusetzen, nächste Anlaufstelle wäre dann hier bei uns in Hattersheim ein XXL-Fressnapf. Auch da nicht viel besser und nebenbei noch jede Menge tote Fische in den Becken, wo ich mir dann einfach dachte, okay, komm, 11,99 für einen Topf Trident Javafan bekommt ihr von mir nicht. Ja, dafür ist mir einfach die Anlage zu ungepflegt. Ich kann es nicht verstehen, wie sich der Einzelhandel wirklich so selber abschaffen kann. Aber wenn man eben den dicken, fetten Umsatz macht mit dem ganzen Zubehör, na, dann bleibt natürlich das ganze komplette Lebenssortiment so ein bisschen auf der Strecke hängen. Jetzt könnte man sagen, okay, Samstag, Kar-Samstag, ist es viel los in den Läden? Ja, beim Kölle Zoo war auch was los. Na, die Jungs hatten richtig was zu tun. Hier im Fressnapf war gehende Langeweile. Ich war da unterwegs, der Verkäufer stand sich da quasi die Beine in den Bauch, ansonsten war in der kompletten Abteilung niemand. Ja, wie es dann dazu kommen kann, dass da mittags um 12 in wirklich, also wirklich ungelogen, jedem fünften Becken mindestens ein toter Fisch liegt. Und das offensichtlich liegt, nicht irgendwo in der Ecke oder so. Nein, ich habe da nicht irgendwo in den Ecken rumgeschaut, sondern die lagen wirklich offensichtlich, dass man das Ganze auch schon aus einer, ja, leichten Entfernung hätte sehr, sehr einfach erkennen können. Das ist mir einfach schleierhaft. Ja, dafür habe ich kein Verständnis für und solche Märkte, solche Läden unterstütze ich da noch nicht. Ja, da wird nichts gekauft, da werden weder Wasserpflanzen noch Futter noch sonst irgendwas. Das Ganze wird dann eben online abgewickelt. Ganz einfach. Weil ich mich da eben auf meine, ja, Lieferanten möchte ich nicht sagen, aber auf meine Stammshops, wo ich immer ganz gerne bestelle, wie zum Beispiel eben Wasserpflanzen bei Aquasabi, dann wird eben online bestellt. Ja, und wenn sich der Einzelhandel meint, er muss sich weiter selber schädigen, indem er so ein grauenhaftes Sortiment anbietet, ja, dann bitteschön an der Stelle. Es ist schon traurig, ne? Also wirklich Einzugsbereich Frankfurt, Offenbach, lediglich die beiden Märkte und das alles nicht wirklich durchdrängt von Qualität.
An der Stelle mal ganz kurz mitgenommen, falls irgendjemand aus den beiden betreffenden Märkten zuschaut, also ein Mitarbeiter zuschaut, Geschäftsführer, was auch immer, und fühlt sich da jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten. Ihr könnt es ganz gerne gerade rücken. Also ihr könnt mich ganz gerne kontaktieren. Ich komme gerne vorbei mit der Kamera, mache dann einen kleinen Rundgang, zeige es, wie es vielleicht besser aussehen kann. Vielleicht war es ja wirklich nur ein schlechter Samstag, aber für mich ein bisschen ernüchternd. Na, gerade eben hier für den Großraum Frankfurt am Main so ein erschreckendes Bild abzugeben, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, insofern braucht ihr euch dann auch noch nicht wundern, na, dass eben der Onlinehandel so extrem boomt. Es ist ein bisschen traurig. Es ging um schnöden Java-Farn, also ein Standard-Sortimentpflanze. Im Übrigen, die In-Vitros bei euch sahen auch nicht besser aus. Ja, also mal rumgedreht, so ein kleiner Indikator für Frische ist, wenn es eben unten nicht bräunlich, gelblich rausgammelt, sondern eben, wenn das Ganze ja, so einen frischen Charakter hat. Ne? Grün, wie auch immer, aber wenn Moos untenrum schon komplett braun ist, ist es mal an der Zeit, ein bisschen auszusortieren und vielleicht frische Ware nachzubestellen. Nicht ganz so lange Standzeit der Filter wie im Bachlauf-Aquarium, aber immerhin heute auf den Tag genau ein Jahr läuft das Juwel Lido 120 und somit auch der Juwel Bioflow Innenfilter. Ja, die hässliche schwarze Kiste da hinten rechts auf der Seite. Und auch der noch nicht ein einziges Mal geöffnet. Ich habe immer gesagt, wir schauen mal rein mit einem Jahr Standzeit, wenn er das durchhält bis dahin. Und ich muss sagen, er hat es durchgehalten. Also Wasser immer noch völlig in Ordnung. Überhaupt keine Probleme. Ich mache hier lediglich ja, so 10-15% Wasserwechsel in der Woche. Durchfluss ist aus meiner Sicht noch völlig in Ordnung. Na, das könnte auch mehr sein, wenn ich mal wieder die Pogostermann Quadrifolios ein bisschen einkürzen würde. Aber ich denke mal, das kann man hier erkennen. Es ist in jedem Falle ordentlich Durchströmung vorhanden. Ja, in den Filter schauen wir mal rein. Die Tage schaffe ich jetzt heute auf die Schnelle nicht, aber machen wir in jedem Fall nächste Woche mal. Dann schauen wir mal, was da Hübsches drin ist, Hübsches verbaut ist, wie ich den aufgebaut habe. Das Ganze in jedem Fall überhaupt kein Hexenwerk, aber eben auf eine extrem lange Standzeit ausgelegt. Ich mag es nicht, wenn man alle paar Wochen an irgendetwas herumfuhrwerken muss, nur damit es irgendwie funktioniert. Ne? Es muss eine Langlebigkeit haben. Für mich muss ein Filter so aufgebaut sein, dass er mindestens und wirklich mindestens ein halbes Jahr durchhält, ohne dass man ihn irgendwie öffnen muss. Solche Geschichten wie Vorfilter etc., das lasse ich noch gelten alle paar Wochen. Ja, aber grundsätzlich den Filter unter einem halben Jahr ist für mich kein Filter oder zumindest keine Option. Na, wenn ich da so häufig ran müsste, weiß ich nicht, kann ich meine Zeit auch irgendwie definitiv anders dafür bringen. Ja? Aber das sollte ein Filter aus meiner Sicht in jedem Falle problemlos schaffen. Ja, etwas über ein Jahr, beziehungsweise heute genau ein Jahr und absolut pflegeleicht das Becken, bis auf die Pflanze, na, also gerade hier die Pogostermann Quadrifolios. Die braucht ein bisschen Pflegeaufwand, die muss immer wieder mal ein bisschen eingekürzt werden, aber ansonsten läuft das Becken komplett, ja autark will ich nicht sagen, aber eben komplett ohne Mühe. 10-15% Wasserwechsel, wie gesagt, in der Woche und das war's. Besatztechnisch alles weiterhin in bester Ordnung. Die 14 Hengels Kaltfleckbärblinge immer noch wohlauf. Auch dem Kampffisch geht's gut. Auch der ist jetzt mittlerweile schon über ein halbes Jahr hier im Becken. Ich weiß gerade gar nicht, wo er sich versteckt. Ne, er hat sich nicht versteckt. Er sitzt oder beziehungsweise er steht hier oben rechts. Ich hoffe mal, man kann es ein wenig erkennen. Es ist ein bisschen dunkel, die ganze Geschichte hier. Aber die Pogostermann schluckt natürlich Licht ohne Ende. Ja, Besatz alles in Ordnung. Ja, das kann ganz gerne so weitergehen. Auf ein nächstes Jahr, auf ein zweites Jahr hätte ich definitiv nichts dagegen, das Ganze hier so lange, lange wie möglich eben begleiten zu können. Pflegeleicht und einfach, so stelle ich mir das Ganze vor. Einfach mal sich in aller Ruhe auch entwickeln lassen. Gleich ist natürlich auch für das Mikrodevario Kubotai Artenbecken. Hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Also macht auch hier immer mehr Spaß reinzuschauen. Gerade eben auch jetzt hier mit dem deutlichen Zuwachs der Red Sakura Garnelen. Richtig schön, ordentlich was los hier im Becken. Schöne kleine ja, Akzentpunkte, möchte ich fast sagen. Also macht in jedem Falle Spaß, hier reinzuschauen. Die Kubotai ist an sich ein bisschen ruhiger geworden. Ja, könnte noch ein Ticken weniger Hektik sein, aber definitiv besser als wie noch zu Beginn.
Mittlerweile kann ich mich dann auch mal dem Becken ein bisschen nähern, ohne dass sie gleich den Eindruck machen, als wenn sie jetzt hier jeden Moment aus dem Becken rausspringen. Also alles in allem eine ganz runde Sache oder zumindest auf einem ganz guten Weg. Ja, die Monstera Arancioni in der direkten Wasserkultur entwickelt sich richtig, richtig gut. Hier mal eben das Wurzelwachstum mitnehmen von der Pflanze. Richtig schön kräftig. Das schaut okay aus soweit. Und auch der Neuaustrieb ist mittlerweile draußen. Da war ja so ein kleines Blättchen in der Neuentstehung. Ich muss gerade mal die Kamera ein bisschen dunkler stellen. Alles ein bisschen hell eingestellt hier. Na, aber eben hier hinten das neue Blättchen komplett draußen mittlerweile. Also auch das schaut richtig gut aus. Keine Mangelerscheinung bei der Pflanze. So kann es gerne weitergehen. So, jetzt natürlich die Kamera total falsch eingestellt. Nehmen wir mal eben ganz kurz mit. So in etwa ist die Ausleuchtung, wie ich es 1 zu 1 sehe. Das Ganze wird ja nur beleuchtet von zwei Spots an der Decke. Und ich muss sagen, für das Becken hier genügt es völlig aus. Das mal als kleines pflegeleichtes Update zum Kar-Samstag. Ich will es auch für heute gar nicht so arg lange werden lassen. Wir sehen uns in jedem Falle wieder am Dienstag, dann zur kleinen Tour für den Monatsanfang April. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und wünsche euch ein wunderschönes langes Wochenende. Ein schönes Osterfest, genießt die Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.